Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15. Wir sind wie immer in Liga 1 unterwegs, absteigen können wir nicht mehr. Wir holen uns aber den Pokal. Dafür brauchen wir 3 Siege. Sind die machbar? Wird schwierig. Ich hoffe es doch irgendwie. Mit Real Madrid wie immer. Kennen wir ja schon. Und los geht's. Als Entschuldigung kann ich nur bringen, ich hatte in letzter Zeit wenig Zeit zu spielen. Und ab heute Nacht wird sowieso GTA 5 released. Da wird viel GTA 5 bei mir auf dem Kanal kommen, auch Tests dazu etc. Und sobald das durch ist, so ziemlich, kommt schon The Witcher raus. Wir versuchen AC Rogue so gut wie möglich momentan zu Ende zu spielen. Nur ich muss sagen, mich fesselt die Kampagne nicht. Ja, einfach nicht genug. Und es ist halt momentan ein großes Problem. Und FIFA zocke ich halt immer, wenn ich Zeit habe. Also seht's mir nach. Es ist für mich nur ein Hobby und nicht meine Arbeit. In keinster Art und Weise. Oh, Bale. Schafft's leider nicht durch. Ah, wird interessant. Das wird ein interessantes Spiel gegen Bayern. Ich habe auch jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt, aber ich bin richtig heiß wieder. Also Bock haben tue ich ohne Ende. PP macht es schön. Modric, Ronaldo, komm, Ronaldo. Seitenwechsel und. Ah, shit! Kann nicht mehr draufziehen. Das habe ich schlecht gemacht. Verdammt. Komm schon. Dranbleiben an Ribéry. Der läuft unten entlang. Schön dranbleiben. Bisschen ziehen. Der wird nach innen ziehen. Nein, er geht außen entlang. Oh! Gute Aktion. Habe ich auch nicht ganz perfekt gemacht. Macht Laune, wieder FIFA zu spielen. Und überhaupt was zu spielen. Puh. Bin halt nicht mehr ganz drin. Der Vorteil ist, ich bin heiß. Ich hab Bock. Ich gewinne das Ding. Ich brauche die 9 Punkte aus 3 Spielen, also alle Spiele gewinnen, nur Siege. Ich hoffe, es klappt. Ronaldo, schön gespielt. Bale, Modric, wieder Ronaldo. Nicht gut. Dranbleiben mit Benzema. Da oben ist nämlich jetzt ziemlich leer. Ich habe einiges rausgezogen. Ganz unten. Na, da könnte er hinpassen. Ja, da passt er hin. Habe ich gut gemacht. Oh, bisschen Luft verschafft. Schön gespielt. Ganz oben Ronaldo. Kommt leider nicht dran. Lahm hat ihn wieder zurückgespielt. Ja, Benzema. Verdammt. Rodriguez. Bale. Komm schon. Setz dich durch, Junge. Hau drauf! Dranbleiben. Ah, ganz unten ist frei. Ganz unten ist frei. Ganz unten läuft einer. Ganz oben auch. Unten sieht er nicht. Gut gespielt und weg mit. Schön zu Ronaldo, hoffe ich doch. Nein, kommt nicht an. Ganz nach oben, Modric. Ja, ist Marcelo, sorry. Ich verwechsel die beiden irgendwie immer. Ganz oben, Ronaldo. Ja, verteidigt das gut. Ich spiele zu viele hohe Bälle momentan, aber. Ich sehe die Chancen halt. Ich denke mir so, ah komm, das klappt. Dann klappt es doch nicht ganz. Oh, was macht da mein Abwehrspieler? Eieieiei. Komm schon, Torhüter. Gut. Freistoß, wunderbar. Nehme ich an. Und direkt nach vorne, ganz gerade. Bisschen arg weit. Der scheint gut zu sein, der Gegner. Oder ich bin ein bisschen eingerostet, ich weiß es nicht so genau.
Ganz unten läuft Bale. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber der kommt nochmal rüber. Schade. Gut gemacht. Ganz unten wieder Bale. Ah, kommt nicht dran. Dann geht's Abstoß. Was hat er vor? Irgendwo in die Mitte. Alles andere ist relativ gut gedeckt. Also bleibe ich einfach mal hier vorne dran stehen. Gut, 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 gut. Kommt noch Ronaldo. Sehr schön. Sehr gut. Ah, Bale schafft es nicht ganz. Aber fast. Die Idee war gut. Die Idee war wirklich gut. Da ziehen wir mal kurz einen raus. Verlagern ein bisschen. Und holen mit hinten her. Benzema. Kann auch mal was hinten machen. Oh, Seitenwechsel. Ab geht's zu Bale. Ganz oben wieder Ronaldo. Der kommt gut. Ah, nette Chance. Super gut war sie nicht, aber nett. Ist ein schweres Spiel. Ist ein schweres Spiel, aber macht Spaß. Und hier durchziehen. Das war niemals einfach. Gut gespielt. Und oben entlang, na, klappt nicht. Gut gespielt. Na, da sollte der Pass noch kommen. Kam leider nicht. Jetzt Konterchance. Gut gemacht, Modric. Und trotzdem, die Chance bleibt. Halbzeit. Alles im Rahmen. Alles drin für beide. Wenig Chancen bisher. Oh Mann. Komm, bleib dran. Lewandowski geht da. Können beide durch die Mitte. Können alle durch die Mitte. Weg mit. Ich sag dir, weg mit. Oh, das war schon besser. Rodriguez. Kommt der Ball noch durch? Ja, kommt er. Bale wieder. Oh, mit so einem. Ah, mit so einem Pass kommst du dann irgendwo hin. Oh, ein bisschen von. Ah, scheiße. Der läuft da. Ich hätte extra ein bisschen antäuschen wollen. Oh! Zum Glück bin ich damit Ramos nochmal durch. Oh, komm schon, Ramos. Ja, zum zweiten. Guter Abwehrspieler. Sehr sauber gemacht. Ganz nach oben. Nee, geht durch die Mitte. Ja, geht durch die Mitte. Und wieder Ramos. Und diesmal zu Ronaldo. Und schön der Flügelwechsel. Bale kommt vorbei. Zieht nach innen. Ah, kann den Ball nicht behalten. Komm, Marcelo, zieh hinterher. Zieh, komm. Oh, gut, Casillas. Schön gehalten. Jetzt gewinnt er langsam etwas an Stärke. Aber er macht es auch gut. Marcelo! Oh, zum Glück noch abseits. Ich weiß nicht, ob ich da vor Robben dran gekommen wäre. Schön nach außen. Na, also schön war das nicht. Nach außen schon, nur nicht schön. Das macht er gut. Das macht er einfach verdammt gut. Oh Mann. Er spielt richtig toll. Ich bin begeistert auf gewisse Art und Weise. Aber ich krieg das nicht gescheit kontrolliert momentan. Und da mache ich einfach viel falsch. Weil, aber gut, ich gehe von einem anderen Laufweg aus.
Jetzt muss es nach vorne gehen. Verlagerung der Seite. Ich brauche zwei Tore, Leute. Oh, der Pass war nicht gut. Der Pass war nicht gut und jetzt kontert er. Gut gemacht. Ach, schade. War trotzdem toll gemacht. Den Trick benutzt er relativ gerne. Mittig durch, oben. Nein! Was macht er denn da? Immerhin kein Tor. Trotzdem. Schön. Nicht so schön. Ich sehe hier schwarz, um ehrlich zu sein. Entweder er ist echt stark oder ich bin etwas eingerostet momentan. Auf jeden Fall ist er ein Ticken stärker als ich. Und leider muss ich halt gewinnen und bin hinten. Das macht er so fantastisch. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Alter Schwede. Komm, alles oder nix jetzt. Voll drauf. Er spielt schön. Er spielt wirklich super fein. Begeistert von seiner Spielweise. Oh Mann. Ja, drin. 2-0. Was? Da muss Casillas auch was machen. Das macht er nicht gut. Den Rest mache ich davor nicht gut. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Oh, Druck, Pressing. Jetzt bin ich ein bisschen dran. Ja, Freistoß von der Position. Sehr geil. Mal sehen, ja, stellt jemand hin. Dann ziehe ich den direkt da drauf für vorne. Oh, war der katastrophal schlecht. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, schwer, schwer, schwer. Komm, bleib dran. Und jetzt kontern. And we have 9 remaining minutes. 9 Minuten schaffe ich niemals 3 Tore. Ich schaffe nicht mal 1. Ah, das war schlecht. Grausam. Grausam, grausam, grausam. Egal. Es ist ja keine extreme Tragik, aber. Ich meine, das spielt ja auch gut. Kann man schon mal verlieren. Man sollte nicht, aber es ist nicht so schlimm. Komm. Ja, das war so nicht beabsichtigt, aber ich habe den Angriff gestoppt, von daher immerhin. Groß ist bei mir angeschlagen. Na, da wird's überleben. Ah, verdammt, er macht es gut. Ich hätte noch dichter stehen müssen gegen ihn. Glaube ich. Ah, er macht's gut! Er macht's gut, er macht's gut, er macht's gut. Ist mir immer ein Schritt zu früh. Oder früher da als ich. Wow!
Ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Wirklich, ich bin beeindruckt. Oh my word, I can't believe he's done that. So far out, he's put his foot through it and found the top right hand corner. Incredible. Let's see the replay now. This is an extraordinary scoreline, really, given the nature of the two teams. Wow. Geil, gegen den würde ich gerne noch ein bisschen öfter spielen. Hat aber Spaß gemacht. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Nur, ich habe trotzdem verloren. Ah, yeah. War zu Recht ausgepfiffen? Na, weiß nicht. Da war echt gut. Mehr als nur Unschäden hätte ich glaube nicht geschafft, wenn ich riesig defensiv gegangen wäre. Er hat super gespielt, er hat super gespielt. Wirklich. Ich bin begeistert. Sowas hätte ich gerne öfter als Gegner. Hat eine tolle zweite Halbzeit vor allem schon. Also denn, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann mit einer neuen Saison. Und ich hoffe, dass wir es dann schaffen, wieder einen Ligatitel zu holen. Also denn, ciao!